Oh, Bartosz, die ersten 100 Meter auf der Tour. Was haben wir erreicht? Wir haben ein paar Sachen verloren. Ich meine Gehstöcke. Bartosz wahrscheinlich ein Messer und dann ein Player. Wir gehen auch mal über die Straße rüber. Und ja, die erste Hexe auf dem Weg. Wir fangen jetzt an. An den Berg. Wir gehen jetzt hoch. Steht da drüben. Eselplatz 3,66 Kilometer. Das ist der erste Zwischenstopp, den man da machen kann. Baudensteig, nee, den Moment. Ja. Und jetzt geht's los. Immer schöne Schildern da. Ist eine Hexe drauf. Kann man nicht verfehlen. Ja, die Leute lassen mir was einfallen. Eier to go. Eier to go. Vor uns sind schon die ersten anderen Wanderer. Sie werden was sehen. Ja. Mal sehen können. Die ersten anderen Wanderer. Und warte schon ein bisschen drauf, wenn das das Gegenlicht bedeutet. Die sind nicht vor uns im Berg hochgegangen, sind jetzt aber trotzdem vor uns. Die haben bestimmt schon da hinten auf der ersten Bank eine Pause gemacht. So, die Tasche habe ich aus Versehen mitgebracht. Normalerweise tue ich solche Sachen gar nicht. Dass ich eine jede Tasche mitnehme. Da sind Spenden für die armen Einheimischen drin. Wollte schon loswerden, aber hat sich nichts ergeben bis jetzt. Und ich habe jetzt so Bauch, ne? Aber wir filmen jetzt meinen Bauch, damit ich später sehen kann, wie hässlich ich vorher ausgesehen habe, bevor ich angefangen habe, Wanderungen zu machen. Ja. Bartosz, deine erste Wanderung seit der Pfadfinderzeit. Ist so 30 Jahre her. Ja. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich wieder mit meinen altbekannten Barfußschuhen und meinen Socken. Und den Skinners. Ich habe auch was Vernünftiges mit. Da so ultraleichte Schuhe. Ja, coole Dinger. Brauchen wir nicht mal einlaufen. Aber so ganz weiche, dünne Schlotterdinger. Dicker Sohle aus Schaumstoff. Ja. Nein. Wenn man zu doll rumwackelt, dann sieht man die Muschel in der Hände. Aber dafür, wie gesagt, das war richtig schön, als ich das erste Mal gefilmt habe. Geht richtig gut. So, und wieder mit Gegenlicht. Bartosz und Mie. So, wo wir drauf sind. Am Aussichtspunkt. Rüber zu einem anderen Aussichtspunkt. Wir haben den Aussichtspunkt auch schon zugewunken. Der hat auch zurückgewunken. Der Punkt, nicht die Leute da. Und da ist schon mal eine Skipiste, die den Berg runterführt. Und Bartosz hat sich nur hingesetzt, um ein Foto zu machen, nicht um eine Pause zu machen. Genau. Und Olaf hat das gleich ausgenutzt und macht eine Pause. Ja, weil ich kann überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also mit meinen komischen Klapperlatschen hier, diese steinigen, also das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Nicht, also nicht, dass jetzt falsch dokumentiert wird, wir machen jetzt keine Pause. Nein, wir machen nur einen Fototermin. Ja. Der Fototermin braucht jetzt zwar so 5 bis 10 Minuten, aber dafür werden das gute Fotos. Ja. So, Bartosz, wie war deine erste Nacht in der freien Wildbahn? Kalt. Das ist sehr gut gewesen. Fell hat mir das Leben gerettet. Es war aber trotzdem kalt. Ich muss aber an Aufbau von meiner Plane arbeiten. Hab ich schon mir überlegt, ob ich lieber nicht ein kleines Zelt kaufe, weil es ist schon wichtig, dass es geschlossen ist. Weil? Und, weil es ist immer wärmer dadurch und wegen Mücken und so weiter. Man müsste, also eine Plane wird immer offen sein, also man verklebt das Ganze, aber es ist ein bisschen umständlich. Ach, das ist Outdoor. Und, kein Wellnessurlaub. Ich hatte auch eine Plane gegen Mücken. Die konnte ich trotzdem nicht aufbauen, weil eine normale Plane und. Aber Mücken waren noch gar nicht unterwegs. Bitte? Mücken waren noch gar nicht unterwegs. War nicht, zum Glück. Aber das wusste ich gar nicht. Ich habe nur auf dem Boden geschlafen, ohne Zelt. Ich habe mit den Mücken nicht gesprochen. Ich wusste nicht, ob die heute unterwegs sind. Doch, ich hatte gestern Abend schon mal bei der Obermücke nachgefragt und die sagte, nee, heute Abend ist Ruhe. Okay.
Heute Abend keine Raubzüge. Ja. Ja, hier an der, wie heißt die Quelle nochmal? Stehst du auf dem Stein. Innerste Sprung, ja. Da hat der Berg einfach einen Sprung in der Schüssel. Deswegen hat es versprungen. Bestes Quellwasser. Besser als aus der Flasche. Naja, wir trinken das Wasser jetzt auch aus der Flasche, aber nur weil wir es da reingemacht haben. Zweiter Tag, Bartosch. Wie sind deine Beine drauf und die Füße? Bitte? Zweiter Tag, wie sind deine Beine drauf? Sehr gut. Ja, die Füße? Ohne Blasen, fit, wieder, gar kein Problem. Heute 30 Kilometer. Gar kein Problem. Sonst kommen wir nämlich nicht an. Gut, 30 Kilometer. Schauen wir mal. Wir schaffen das. Auf der Mauer ist das. Der Bartosch ist heute schon ausgestiegen, heute Morgen. Der, bin ich noch richtig? Ja. Wie weit ist das noch? Oh, ja. 80 Kilometer? Nein, mehr. Wir haben ja gestern gleich 12 Kilometer geschafft. Wir waren gerade an der Quelle von der Innersten. Und naja, sind wir wieder zurückgegangen. Auch wenn ich zurück meine Bartosch, ja, du kannst ja weitergehen, ich gehe alleine zum Bahnhof. Ja, jetzt gehe ich alleine. Wieder. Ja, allein ist doch am schönsten. Mit Leuten zu wandern ist schön, aber man kann alles selber entscheiden. Keine Rücksicht nehmen, einfach machen. Ist doch irgendwo geiler. Da wäre eine Schutzhütte. Ah, hier war die Schutzhütte bei den Eisenquellen, wo ich bei der ersten Tour übernachtet hatte. Sehr hübsche Hütte. Und schon sind wir ja nicht mehr alleine. Da sitzen da Leute. Die Eisenquellen. Ja, gerade immer wieder mit einem älteren Herrn getroffen, mit seinem, ich hoffe mal, Enkel, die zweite Etappe vom Hexensteig gehen. Sind also ziemlich schnell unterwegs. Der Lütte ist vielleicht 10 und macht richtig Speed. Ja, der hat ein paar tolle Geschichten erzählt, der Mann, 98 auf dem Everest gewesen und alles schön, alles toll. Haben wir noch ein bisschen über Navigationsprogramme gesprochen. Ja, habe ich natürlich wieder das OSM End angepriesen. Ist der Busch eigentlich? Ja, werde sich auch mal anschauen. Ist schon ein geiles Teil, das Programm. Ja, und Bartosch ist leider nicht mehr dabei. Der konnte nicht mehr. Der Arme. Der weiß gar nicht, was er verpasst. Nächstes Mal eine bessere Ausrüstung. Der kann auch mitkommen, die ganze Strecke. Ja. Oh. Hier gab es eine Umleitung Richtung Altenau für den Hexensteig. Bei Zuwiderhandlung und dann habe ich mir nicht mehr weitergelesen. Aber auf der Umleitung liegt noch Schnee. Und die Kamera verschieben. Da liegt noch. Ja, der Pusher ist nicht so gut. Liegt noch Schnee, jetzt aber endlich. Da liegt noch Schnee. Das war jetzt echt anstrengend. Das ging jetzt ungefähr 1 Kilometer immer nur
bergauf. Relativ steil. Relativ, nein. Ich bin oben. Warte, schwer gestorben. Ja, ist doch gut. Das ist also schief. Umleitung. Blablabla. Aber zur DDR ist gut. Auch zur DDR. Diktatur ist immer gut. Die Brocken gebaut. Macht ein Heidenspektakel. Wobei, die fangen ja jetzt an, weniger Verkehr zu machen. Weil Sonne blendet. Ich will genügend Techniker haben, um das Ding zu warten. Das Ding, na die Dinger, die haben mehrere Lokomotiven. Deswegen machen die jetzt mehr Fahrten mit Dieselloks. Achso. Meine Übernachtung für heute Nacht. Meine Übernachtung für heute Nacht. Mein Schlafplatz für heute Nacht. Morgens. Um kurz vor sechs. Ein Brocken hoch. Neue Stöcker. Die anderen habe ich vergessen. Irgendwo im Bahnhof. Ja, Sonnenaufgang sehe ich nicht mehr. Aber brauchen wir dazu. Wasser brauche ich noch. An der Quelle, wo ich mir Wasser holen wollte. Da war der ganze Wald verwüstet durch Sturm. Mit der Taschenlampe da in den Matter rumwühlen, um nach der Quelle zu suchen. Wenn es die überhaupt noch in der Form gibt. Nee. Also ich mal oben auf dem Brockenwasser. Das erstmal irgendwann hochgefahren hat, damit ich es wieder runtertragen kann. Ja. War dann das manchmal schon eine merkwürdige Geschichte. Langsam wird anstrengend. Phoenix sowieso ist hinter mir gelassen. Drei Anemone haben wir schön gefrühstückt. Schön reichlich. Ich glaube, ich habe 1,5 Liter Saft getrunken. Komplett leer gemacht den Krug. Habe ihn neu hingestellt. Ja, dann ist das nicht so anstrengend. Ich warte schon mal wieder zu Hause. Faule Sau. Ja. Ja, jetzt fängt der schönere Teil des Ganzen an. Jetzt waren haufenweise forstwirtschaftliche Wege. War nicht langweilig. Und man sieht es hinter mir, was ich jetzt gehe. Ja. Das kommt jetzt mehr. Der schönere Abschnitt. Wobei es waren schon ein paar schöne Abschnitte da. Ein schöner Abschnitt konnte ja nicht gegangen werden. Der Torfhaus. Wegen der Umleitung. Aber jetzt kommt noch ein bisschen. Es kommen noch ganz hübsche Abschnitte. Einige Streckenabschnitte. Vom Hexensteig. Ja, eigentlich wunderschön, ne? Es ist völlig ruhig. Vögel zwitschern. Der kleine Bach hier neben mir plätschert. Natürlich pläfft wieder irgendwo ein Hund. Nervt. So ein Hund ist echt schlimm geworden, ne? Irgendwie ist die Welt überflutet mit Hunden. Egal welche Straße du runter gehst, an jedem zweiten Grundstück kläfft irgendeine Töle rum. Dass die Leute das nicht nervt, ey. Und hier mal schön die Ruhe. Auch wenn hier der Sturm gewütet hat. Ja, also. Aber es sieht im Harz überall so aus. Das ist echt eine Katastrophe. Andererseits ist das die Natur. Wenn der Baum zu groß ist und der Sturm ihn umhaut, dann ist er halt am Ende. Punkt. Also die Katastrophe ist der Mensch. Nein, die Katastrophe macht der Mensch. Ja, nach dem Motto heul, heul, ich konnte den Baum nicht verkaufen. Der ist ja umgefallen. Das haben den ganzen Marktpreis ruiniert. Ja.
den Dingen haben wir wahrscheinlich schöne Schiffsmasten machen können von vorne, die haben. Riesige Teile sind das. Richtig große Dinger. Da kann man sehen, wie groß der ist. Wie dick der ist. Und wie groß der ist. Ja. Oder sowas da. Das ist der Hammer. Ja. Das ist schon cool. Ein Bartischer liebt das alles nicht, weil er aufgegeben hat. Und die Sache noch, sag ich, nimm nicht so viel Scheiße mit. Du brauchst kein Messer, Bartosch. Er hätte zwei dabei. Ach ja. Den Fehler des zu vielen Gepäcks macht ja am Anfang jeder mal so ein bisschen. Ich auch. Aber ich hatte schon damals kein Messer dabei. Ich will wandern, nicht Buschkräften. Wenn ich Brot mitnehme, schneide ich mir das vorher. Wenn ich Wurst mitnehme, beiße ich sie direkt ab oder schneide sie auch vorher. Aber dafür nehme ich dann nicht extra ein Messer mit, um die Wurst unterwegs zu schneiden. Ja, die Tuna neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Ich sag mal so, bis 1-2 Uhr soll ich in Thale sein. Vielleicht 3. Mal schauen, wie schnell ich jetzt vorwärts komme. Weil der gestrige Tag war doch eine harte Nummer. Ich will das nochmal als Nachtrag bringen. Nicht zu Hause, das ist auf der Karte. Garmin Maps, Garmin Base Map heißt das. Da kann man das ganz gut mitmachen. Oder direkt in Google Maps geht das ja mittlerweile auch. Dass man sich Strecken absteckt. Oder auf OpenStreetMaps. Dass man eine gute App. Eine gute mit Wegpunkten versieht und dann hat man die Kilometerzahl. Da vorne ist die zweite Hütte und da haben auch welche gepennt. Nicht schlecht. Wir packen auch gerade zusammen. Nur wie beide ich kenne? Wahrscheinlich nicht. Nee, sind keine von gestern. Also bin ich doch ein bisschen früher unterwegs als die meisten. Auch nicht schlecht.